goldenes Hallo und na, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Ascension mit mir, dem guten CJ. Und Leute, ich glaube, heute ist schon die 7. Folge von Minecraft Ascension. Leute, wie weit sind wir schon? 7 Folgen. 7 ist meine Glückszahl. Mal gucken, was heute alles passieren wird. Denn Leute, ja, letzte Folge haben wir von Asteria erfahren, was eigentlich unser Ziel ist und was sie eigentlich vorhat. Asteria ist gerade unterwegs, den Plan schmieden und ein paar Sachen noch holen, glaube ich. Ich habe, also hier ist noch alles gleich in der Box. Leute, ihr kennt ja doch diese ganzen Erze, die wir ja haben, von noch aus der letzten Folge gezogen. Diese Saphir und Jade, Rosit und alles drum und dran. Wir haben jetzt hier schon ein bisschen Vorrat, darunter Limonit, Saphir, Jade, Rosit, Eisen und Smaragd. Ja, ich komme immer noch nicht darauf klar, dass ich Smaragd gefunden habe. Ich glaube aber, Leute, hier steht auch in Minecraft Ascension die Chance höher, dass du, was soll ich sagen, Emeralds findest. Aber Leute, ich habe heute was anderes mit euch geplant. Denn ich habe so ein, ich habe was gefunden. Und zwar, hier sieht man das schon, so eine Art Skillbuch, wo ich solche Skills leveln kann und so. Und das wollte ich heute mal craften. Dafür brauche ich das und zwei und vier Leder. Und ich habe halt diese Leder, wir haben ja das Leder schon aus, weil von Folge 1 war es, glaube ich. Deswegen craften wir das Ganze mal. Weil ich glaube, da kannst du solche richtig coolen Skills craften. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was man damit alles machen kann. Und ich würde sagen, da ist es. Buch der Fähigkeiten. Nehmen wir uns das mal. Neue Rezept verfügbar. Schauen wir in dein Rezeptbuch. Super, guck. Und okay, was? Jetzt bin ich aber gespannt, was da alles so drin ist. Okay, gucken wir da mal rein. Oh, Leute. Oh, das ist cool. Okay, also wir haben hier Skills. Hier haben wir Abbau. Erhöht die Abbaugeschwindigkeit der Spitzhacke. Okay, das ist schon mal cool. Alchemist erhöht die Geschwindigkeit des Braustandes. Sehr gut für diejenigen, die viel Alchemie betreiben. Okay. Angriffsgeschwindigkeit erhöht die. Ja, okay, das ist ganz einfach, ne? Beschleunigter Ofen. Ja, okay. Ey, Leute, ich glaube, das machen wir mal. Wir haben sowieso ein bisschen XP. Das machen wir dann, glaube ich, mal. Abbau, ich glaube, das level ich auch mal hoch, ne? Also, das können wir sogar zweimal hochleveln. Dichte Haut. Mach deine Haut härter gegen Feinde. Versuche ein Drache zu werden. Oh. Okay, Leute, das machen wir auf jeden Fall schon mal auf Level 3, würde ich sagen. Weil das ist ganz praktisch gegen Gegner. Endermanipulator. Ich benutze eigentlich keine Enderperlen. Erfahrungsernte. Erhöht die erlagbare Erfahrung durch Bergbau. Okay, das. Nein. Extra Gesundheit. Diese Fähigkeit erhöht deine maximale HP auf 20 HP. Plus 20 Herzen. Klar. Das mache ich. Das mache ich. Okay, wir können aber hier auch noch mal runterstufen. Glück des Meeres. Ich bin sowieso nicht im Meer. Graben. Ich grabe sowieso nichts. Hacken. Ich hacke auch nichts. Ich habe auch keine Leiter. Das ist nämlich, glaube ich, einfach, wenn du Leiter schnell hochklettern kannst. Obsidian Schild verringert den Feuer-Lava-Schaden des Spielers. Okay, ich hab aber keine Waffen oder so. Sanfte Landung. Ich stürze nirgendwo runter. Scharfer Fall. Ich habe keinen Bogen. Schatz der Sande. Ich bin auch nirgendwo im Sand. Schnelles Wachstum. Ich habe keine Ernte. Springer. Starke Faust und Verzauberer. Starke Faust. Erhöht den Nahkampfschaden, der einem Lebewesen zugefügt wird. Ja, kann man ja mal schauen, ne? Ich bin aber. Leute, ich weiß gar nicht. Dichter Haut. Leute, wir können es auch. Ja, okay. Damit haben wir das erstmal geklärt, ne? Wir stufen das auch nochmal hoch. Und dann glaube ich, das reicht jetzt auf jeden Fall. Leute, guck mal, jetzt haben wir nicht 10 Herzen, sondern 11,5. Das finde ich richtig cool. Auf jeden Fall können wir hier richtig coole Skills leveln. Das ist auf jeden Fall richtig cool, Leute. Ebenfalls, wir haben hier auch noch diesen Stab. Ich glaube, damit kann ich meine Ender-Chest öffnen, die ich gerade aber nicht brauche. Ebenfalls, Leute, ihr habt schon gesehen, wir haben hier so einen kleinen Fluss hingebaut, weil ich fand das ganz schön, weil ich will ja hier irgendwie mein Gebiet hinbauen, ne, also das ist noch ein bisschen Foreshadowing, aber, ich will ja hier auch so eine Art, Sache hinbauen, so ein Haus, also nicht direkt ein Haus, sondern eine Festung habe ich vor, hier hinzubauen, Leute, so eine richtig coole Festung habe ich vor, hier hinzubauen, und, das hier soll der Garten werden, Freunde, und, deswegen ist hier schon ein bisschen Wasser, ich habe vor, einen kleinen Fluss zu machen, das hat Asteria gebaut, ich habe noch keine Ahnung, was sie damit machen will, müsste
ihr sie mal fragen. Vielleicht kommt sie auch gleich. Das wäre nämlich relativ cool. Leute, aber was natürlich nicht fehlen darf, ist die guten Totems zu öffnen. Ein paar Totems. Genau, da haben wir ein paar. Ich würde sagen, wir machen heute ein paar. Wir machen einfach alles heute auf, Leute. Ne, ich habe zwar kaum noch was. Hier ist dieses. Leute, das ist das Fischbuch. Ne, das können wir eigentlich irgendwann mal vernichten, ne? Das erinnert sich noch an letzte Folge. Da habe ich das gelesen. Das Buch geht über sprechende Fische. Und ja, ihr habt richtig gehört, über sprechende Fische. Das interessiert wirklich keinen. Ach Leute, was ich auch vergessen habe zu sagen, ist, dass wir jetzt einen neuen Zauber haben. Nicht Lichtkugel, nee, damit kann ich so eine Lichtkugel machen. Sondern, nein, Wachstumsaura, damit kann ich so einen Garten erschaffen. Ne? Das ist also richtig cool. Öffnen wir zuerst die Shiny-Boxen. Genau, da haben wir das. Da haben wir auch, glaube ich, schon wieder mehr Erze. Ja, da können wir einpacken. Ember Stone, hört sich sehr interessant an. Rusted Iron, ich glaube, das brauche ich nicht. Amethyst, Limonit, Saphir und Russid. Ist cool. So, jetzt machen wir Noxious Great Blade Totem. Okay, sieht interessant aus. Öffnen wir mal. Zack, okay, wieder nur Seeds. Traurig, traurig. Aber 5 haben wir ja hier noch von Creepoid Great Blade. Schauen wir uns den auch mal an. Sieht auch sehr interessant aus. Leute, wäre richtig cool, würden wir da irgendwann mal ein Schwert rausziehen. Aber ich glaube, das tun wir nicht. Ja, Leute, eines Tages, liebe Freunde, werden wir etwas da rausziehen. Da bin ich mir ganz schön sicher. Denn, Leute, ich habe auch noch gelesen, dass man, nein, nicht die Küste, aus der Halterung und dem Gleitersegel links kann man so einen richtig coolen Hangglider machen. Und das fände ich richtig cool, dann könnten wir so gleiten. Jedoch brauche ich dafür auch Leder und Eisen. Ich habe zwar Eisen, aber ich habe mein Leder jetzt erstmal für das Buch der Fähigkeiten ausgegeben, weshalb ich das jetzt anfangs nicht nutzen kann, Leute. Aber da müssen wir gucken. Oh, Asteria! Hi CJ, wie geht's? Mir geht's gut. Wo warst du so lange? Was hast du noch so gemacht? Die war nämlich so weit weg. Also sie wollte ja den Plan entwickeln, aber was hast du denn so lange gemacht? Hab noch ein paar Sachen gesammelt und den Plan für den Einbruch beim Stützpunkt des Wasserkorallenstamms entwickelt. Okay, und wo, bei welchem Stützpunkt willst du hin? Also hat der einen Namen? Und wo soll's hingehen? Also einfach. Ich möchte nach Atlantis, einem der größten Stützpunkte des Wasserkorallenstamms. Oh, okay. Und könnte das nicht ein bisschen gefährlich sein, Asteria? Also wenn es so ein großer, also wenn es einer der größten Stützpunkte ist, dann könnte es doch sehr gefährlich werden. Ja, das kann es. Aber wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Ja, okay. Ja, das stimmt. Wenn wir schaffen. Aber warum willst du unbedingt dorthin? Dort wird es ein Portal mit einem Kristall geben. Somit müssen wir nicht beides suchen. Jo, Leute, weil wir müssen ja ein Portal und einen dazugehörigen Kristall suchen, um in eine andere Welt zu kommen. Das ergibt auf jeden Fall eine Menge Sinn. Zieh dir am besten das an. Es wird dir dort helfen. Oh. Okeanus Diving Helmet. Okay. Der steht mir zwar nicht so wie meine Krone. Ja, Leute, sieht jetzt nicht so hammerstylisch aus. Bist du bereit? Ich glaube schon, ich habe ein paar Fähigkeiten hochgeladen. Super. Dann ab nach Atlantis.